Alrighty then, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti. Wir werden ein bisschen auf S41 die Alu zu Ende klicken, denn das Wochenende ist ja vorbei. Epic Event Video gab es mehr oder weniger. Und freue mich aber, dass es bei den meisten, also von dem Feedback, was ich bekommen habe, ganz gut funktioniert hat. Egal ob spontan oder geplant, freue mich auf jeden Fall für euch, dass es wirklich, wirklich gut geklappt hat. Ja, das ist immer das Wichtigste, wenn man vorhat, Epic Event zu spielen oder irgendwie, dann sollte es halt einfach auch klappen. Ja, so. Und was aber eigentlich nicht so zu dem Server und auch zu dem Epic Event passt, ich habe mir mal viele Videos von mir angeschaut, nicht nur von mir, auch von anderen Spielern, und dieser Werdegang Shakes and Fidget, gerade bei neuen Servern, dieser Wettbewerbsgedanke, der natürlich sehr Pay-to-Win-lastig ist, ja, das verzerrt alles so ein bisschen das ganze Spiel. Deshalb möchte ich dieses Video speziell an oder widmen an die Free-to-Play-Spieler, beziehungsweise die Spieler, die schaffen, Charaktere wirklich Free-to-Play durchzuspielen, denn das ist eigentlich das größte nervige oder ausdauernd fordernde Projekt in Shakes and Fidget, wie ich finde. Die meisten Pilzer scheitern daran, ihren Pilz in den Char weiterzuspielen, wenn es irgendwo halt nicht mehr weitergeht so schnell. Ja, da fehlt der Ausdauer. Aber die Free-to-Play-Spieler, die müssen wir in diesem Video mal ganz doll hervorheben. Und eigentlich gilt das ja nicht nur für Shakes and Fidget, aber natürlich aufgrund unserer Plattform hier kann ich nur für die Shakes and Fidget Free-to-Play-Spieler sprechen, und beziehungsweise eben die Spieler, die vielleicht auch einen Pay-to-Win-Char haben oder einen Pilzen-Char haben, aber auch einen wirklich komplett Free-to-Play-Spiel. Warum ist das so? Ich finde, die Free-to-Play-Spieler sind wirklich die krassesten Spieler hier unter uns. Muss man nur einfach so sagen. In erster Linie hat ein Free-to-Play-Spieler für einen Char im Schnitt einen deutlich höheren Zeitaufwand. Ein Free-to-Play-Spieler hat nach, sag ich mal, wenn er nicht die Möglichkeit hat, mit Pilzen oder mit Sanduhren zu spielen, er muss wirklich die Abenteuer ja allein schon spielen und auch alles andere nebenher genauso klicken, was alle anderen Spieler machen. Das heißt, er hat dort einen größeren Zeitaufwand. Oder er schafft es, tatsächlich über die Flimmerkiste sich zu finanzieren. Das heißt, zumindest mit Pilzen oder mit den Ressourcen, die man hier hat, sich Sanduhren auch anzufarmen oder auch zu kaufen im Laden, um mehr Abenteuer spielen zu können. Trotzdem ist das natürlich auch ein hoher Zeitaufwand, diese Flimmerkiste zu spielen. Und vor allen Dingen, ein Free-to-Play-Spieler braucht wirklich die Geduld zu sagen, hier, bis ich ein Achievement nach dem anderen schaffe, kann es halt ein bisschen dauern. Und das ist ja gerade das Ding, was den Pilzern verloren geht. Ne? Kein Pilzer freut sich mehr darüber, dass er die 90 Dungeons geklärt hat. Kein Pilzer freut sich überhaupt über einen Dungeon meistens, sei denn, es ist schon wirklich ein harter Brocken gewesen, der einiges von Hunderten oder Tausenden Pilzen gefressen hat. Und der Free-to-Play-Spieler hat da gar keine Chance. Und der Free-to-Play-Spieler hat auch das Problem, dass, wenn er mal Pilze bekommt, sich überlegen muss, Brudi, wo setze ich jetzt diese Pilze ein? Denn es ist verlockend zu sagen, gut, ich habe einmal pro Stunde die Möglichkeit, einen Dungeon anzugreifen. Ja, dann ist der Dungeon mega knapp. Jeder kennt es doch, wie sehr es prickelt, dann zu sagen, hier, ich klicke einfach nochmal wieder drauf. Ja. Man muss ja auch sagen, ein Free-to-Play-Spieler, selbst durch die krassen Events am Anfang, bis der auch mal den Spiegel voll hat, ja, um während der Abenteuerlust vielleicht Sammelalbum zu pushen oder eben Dungeon-Versuch zu machen. Ja, das ist ja noch ein viel höherer Zeitaufwand am Anfang, wenn er einen neuen Char spielt. Überhaupt das Sammelalbum als Free-to-Play-Spieler. Ich habe es jetzt auf mehreren Servern erlebt. Ich wollte auf vielen Servern, wo ich gestartet bin, eigentlich nicht krass spielen. Ja? Also gerade diese Analysen. Huch. Ich meine, hallo, Mikrofon. Bist du noch da? Ja, ist noch da. Auf den Analysen-Servern habe ich es ja gemerkt. Ich wollte einfach die Gilde ein bisschen unterstützen, habe mir halt die Starterpakete geholt wegen den Festungsgeschichten und habe aber gemerkt, du, ich will nicht mit 5 oder 10% Sammelalbum angreifen. Ja, wir sehen uns möglicherweise auf W43, genau. Hier sehen wir das, ja, ich bin jetzt hier auf 48, habe trotzdem immer ein 56% Sammelalbum. Und
Ja, das auch nur, weil ich mir halt dann nochmal Pilze geholt habe, weil ich einfach Random-Angriffe gemacht habe, weil ich ja nicht die Geduld dafür habe. Die hatte ich, glaube ich, nie, aber seitdem ich Pilze sowieso nicht, das halt durchzuziehen. Deshalb, ich kenne, also zum Beispiel Maxim fällt mir da ein, also Leute, die wirklich ein Char Free-to-Play durchspielen und das über lange, lange Zeit, die haben meinen größten Respekt definitiv und ich wünsche euch, wenn ihr Free-to-Play-Spieler seid und noch nie gepilzt habt, macht es am besten nicht, spielt euren Char weiter. Weil die Gefahr besteht einfach, wenn ihr dann auf einem anderen Char oder irgendwie mal anfangt, auch ein bisschen mehr zu pilzen, dass ihr so auf den Geschmack kommt, dass euch euer Free-to-Play-Char keinen Spaß mehr macht. Und wenn ihr das definitiv ausschließen könnt, dann könnt ihr auch gerne mal pilzen, aber ihr solltet euren Char auf jeden Fall weiterspielen. Das ist ein ganz, ganz hohes Gut und das wird es bei mir nicht geben, aus Zeitgründen schon allein nicht, aber auch aufgrund meiner Entwicklung. Nicht jetzt nur aus YouTuber-Sicht, denn auch, denk mal, eine YouTube-Serie, wenn es wirklich ein reiner Free-to-Play-Char wäre, wäre auch interessant. Aber das Problem ist dann halt wiederum die Zeit einfach, die ich für so ein Projekt nicht hätte. Und die ganze Community oder Großteil der Community ist natürlich auch ein bisschen auf Stats basierend, ja, auf Rekorde. Und da haben die Spieler es gut, die wirklich auch schon einen sehr alten Char haben. Aber das ist eigentlich vollkommen wurscht in Shakes and Fidget. Lasst euch das mal gesagt sein. Haltet euch euren Free-to-Play-Char und spielt es weiter. Und wenn ihr versucht rauszufinden, was noch besser möglich ist, dann schaut euch verschiedene Videos an auf YouTube. Ich bin halt jetzt auch kein sehr erfahrener Free-to-Play-Spieler. Deshalb ein paar allgemeine Tipps habe ich da natürlich. Aber wenn ihr natürlich auch eine Frage habt oder so, dann schreibt mich gerne an. Ich probiere die zu beantworten, so gut wie ich kann. Und ja, es ist also wirklich das Fazit, muss man so sagen, Shakes and Fidget lockt die Spieler wirklich ganz schnell hier Pilze auszugeben. Aus dem Hintergrund natürlich, was es auch lukrativ ist und das natürlich auch Spaß macht. Aber ich lasse euch das gesagt sein, ne? Auf S41, ich habe da ziemlich krass gepilzt und man kann einfach jetzt nicht mehr viel machen. Man kann wirklich nicht mehr viel machen, weil man eine Grenze erreicht hat. Und wenn man die überschreiten will, muss man wieder sehr, 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 sehr viele Pilze ausgeben. Ich hätte jetzt komplett neu equippen können. Auch meine Begleiter. Und dann hätte ich vielleicht einen Dungeon geschafft. Einen. Das sind 300 Millionen XP. Das reicht dann noch nicht mal für ein Level-Up. Ja. Ich hätte vielleicht auch mit genug Versuchen auch zwei Dungeons geschafft. Aber das lohnt sich halt einfach nicht mehr. Ja, und andere Spieler holen alle auf. Ja. Weil die nämlich noch leichtere Dungeons aufhaben, die sie noch machen können, die ich halt schon lange vorher gemacht habe. Und das ist dann auch okay. Also mir geht's dann hier auch nicht mehr um in erster Linie um die Ehrenhalle oder um die bestmöglichen Werte, sondern um mein Char halt hier weiterzuspielen. Und selbst jetzt bin ich noch pilzintensiv unterwegs, ja. Also ja, wenn ich den Char jetzt einen Free-to-Play-Spieler geben würde, der könnte halt wirklich gar nichts machen, außer die Quests, ja. Lange, lange, lange Zeit hin. Eine lange, lange Zeit, ja. Und wenn ich das halt beachte, habe ich umso mehr Respekt vor Spielern, die es schaffen, komplett durch die Bank Free-to-Play zu zocken. Und man muss ja auch mal überlegen, ich habe mit Server 16 angefangen, ich hatte keine Ahnung von dem Spiel. Ich hatte natürlich auch keine Ahnung von den Pay-to-Win-Möglichkeiten, die es natürlich damals in gewisser Form auch schon gab. Ich werde mal die Quest hier nehmen. Nice, eine Frucht. Ja, und ich fand es halt krass, dass dann manche Spieler 20 Level einfach über waren. Oder einer war es ja nur, aus unserer Gruppe, der das Spiel ein bisschen kannte, der da Geld investiert hat und der war 20 Level über den anderen. Und das war mega krass. Und damals hat man sich selber über jeden kleinsten Scheiß auf gut Deutsch gefreut. Und das ist einfach verloren gegangen. Das ist einfach schade, dass die Entwicklung in diesem Spiel so hingegangen ist, dass für einen Großteil der Leute halt nur noch das zählt. Und natürlich für mich auch zählt, ja, ich bin ja da nicht anders, aber ich finde, ich sollte halt deshalb ja mit so einem Video hier mal diese Spieler hervorheben. Und wenn ihr Beispiele für Free-to-Play-Chars habt, könnt ihr mir gerne auch mal schreiben, wo ihr da gespielt habt oder wie eure Erfahrungen da auch nochmal speziell waren. Ihr seid für mich wirklich sehr, sehr wichtige Spieler in der Community, die ja einfach auch dazugehören. Und ja, das, ich denke, viel mehr kann man zu dem Thema dann auch nicht mehr sagen. Oh, habe ich schon meine Quest erreicht? Ja, habe ich.
Würde ich sagen, gucken wir uns doch die letzte Daily Quest an, ob die nice ist. Ich elender Pilzer. Nein, ich meine, die Pilze sind genauso wichtig. Also nicht falsch verstehen, aber keiner spricht halt über die Free-to-Play-Spieler dann in erster Linie, sondern nur über die Achievements und um die Rekorde und sowas. Aber Free-to-Play-Spieler sind mega wichtig. Okay, das habe ich heute schon gemacht. Ich glaube, ich habe alles soweit durch, oder? Nein, Petfights habe ich noch nicht gemacht. Dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt einfach mal die Petfights. Ah, die Wasserfrucht war ganz lecker. Aber insgesamt heute gar nicht so viele Früchte bekommen. So. Feuer, Blue Fox. Das sollte ja eigentlich recht gut machbar sein. Mittlerweile ist auch mein Unicorn gar nicht mehr so schlecht, ja. Aber perfekt. So, dann haben wir hier auch noch einen Feuerspieler. Hier habe ich 16 Pets. Hier habe ich auch 16 Pets. Nehmen wir mal Wasser. GG. Wieder Feuer. Ich denke, das sollten wir mit Schatten schaffen. Nice. Ist auch schön zu sehen, dass alle bei Feuer 15 Pets haben, gegen die ich hier fighte. Da bin ich also auf jeden Fall nicht zu schlecht. Ja, klar. Nehme ich natürlich den Kollegen hier. Er war auf 37 mit Devastator. Don Devil. Okay, das ist der härteste Gegner wahrscheinlich, aber 106er. War erfolgreich. Es waren nicht die krassesten Gegner. Daher hat das ganz gut funktioniert an der Stelle. Ich muss jetzt hier mal gucken, wo ich jetzt bald noch Pets hier sammeln kann auf dem Server. Also mir fehlen ja auf jeden Fall 2 Pets gegenüber Southbirds, gegenüber Asferia. Aclametta hat sogar 82 Pets, also fehlen mir 3. Freitag der 13. Gab's den schon? Ich glaube nicht. Dieplatz möglich. Die konnten noch nicht gefunden werden, die beiden. Das 1. April-Pet kann es nicht sein, definitiv eigentlich. Ist ja nicht erst April gestartet, der Server, ja. Das heißt eigentlich auch Waldschreck kann noch nicht sein. Mine auf 20. Ich weiß gar nicht, ob das zeitlich auch schon möglich ist, aber das wäre vielleicht noch eine Idee. Muss mal Acclimator fragen, welche Pets er hat. Oder vielleicht schreibt er mir das. Ja, der guckt ja auch hin und wieder meine Videos, das weiß ich. Hier ist maximal Single überhaupt, dass das gehen kann. Aber nach dem Dungeon-Portal bezwungen hat noch keiner. Mine auf 20, klar. Das meinte ich ja. Die Aura, die Toilette auf 20. Und da. Also es sind 4 Pets. Lichtdungeon, 14. Lichtdungeon vollendet haben. Das könnte auch sein. Also Tristosdach und Unda könnte es auf jeden Fall sein, dass diese Pets da sind. Und das dritte Pet ist dann eins der vorher erwähnten. Krass, da bin ich mal echt gespannt. Aber das war es dann erstmal von mir. Also wie gesagt, alle Free-to-Play-Spieler, ihr seid geil. Natürlich auch alle anderen Spieler, ihr seid auch geil. Aber diesmal ging der Dank der Community oder aus Sicht von Shakes and Fidget an die Free-to-Play-Spieler, die auch einen Beitrag zu diesen erfolgreichen Communities beitragen. Das war's dann erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen weiteren guten Start in die neue Woche. Wir sehen oder hören uns. Haut rein, macht's, tschüss und Servus. Euer Basti.